Freunde des russischen Altmetalls. Wir haben hier folgende Problematik. Wir haben hier einen Abbrecher und zwar von der Welle zum Ausfahren der Zuluft über Wärmetauscher. Der hier, Tobi hat es gerade draußen. Genau. Ja, schön erklärt, wunderbar. Der ist gebrochen aufgrund von zu hoher Schwergängigkeit. Der war nicht richtig vorauszusehen mit einmal Knack und ab. Ja, wir haben die Welle jetzt rausoperiert. Ist gar nicht so easy. Also man muss sich ziemlich unter das Armaturenbrett legen. Kurz und knapp, der Tobi schweißt das jetzt und dann setzen wir das ganze Gedöns wieder ein und dann ist das wieder schick. Aber Zeitansatz ungefähr eine Stunde haben wir jetzt gebraucht für den Ausbau. Ich zeige euch das nochmal im Fahrzeug. Ist auch nicht so witzig. Wir machen das jetzt mal kurz ohne Licht. Ihr müsst hier unten drunter durch. Das ist beidseitig mit Splinten, rechts und links mit Federn. Vom Gehäuse des Kastens ist diese Öffnung entsprechend mit zwei Schrauben. Hier geht die Welle durch. Die zwei Schrauben halten die ganze Klappe. Und ja, das müsst ihr lösen. Vorher alle Splinte lösen, drüben ein und hier drei Stück. Und dann kann man das im Prinzip, sieht man das Licht hier oben? Ja, da scheint es durch. Da hinten. Von da oben die Welle quasi in Richtung vom Beifahrer aus gesehen rausziehen, sodass die Kurbel als letztes hier rauswandert. Anders geht es nicht, weil die Kurbel so lang ist. Keine Chance hier auf der Länge die Kurbel rauszukriegen. Auf der anderen Seite geht es sowieso nicht, weil da diese Serviceöffnung nicht ist. Ja, hier ist ja die Betätigung für die Klappe. Ja, habe das zwar noch nie gehört und gesehen, dass sowas kaputt gegangen ist, aber naja, manchmal hat man ja das Glück. Genau. Und im Zuge der Restauration machen wir das gleich schick, weil was da ist, sollte auch funktionieren. So, Tobi schweißt das jetzt. Und dann zeige ich euch das nochmal. Ja, wir haben das jetzt hier einmal geschweißt. Ist ein bisschen tricky, aber muss jetzt alles noch ein bisschen runtergeschliffen werden. Aber es hat soweit ganz gut geklappt. Also ein Schweißgerät ist schon sehr, sehr gut zu haben. Ja, liebe UAS-Freunde, die Instandsetzung ist beendet. Wir haben das jetzt alles noch die Schweißnaht runtergeschliffen mit der Fächerscheibe. Ist besser wie original, weil original war das eher angespuckt, als, als man das als Schweißen bezeichnen konnte. Ich denke, jetzt ist die Langlebigkeit deutlich gegeben. Jetzt kommt noch ein entsprechendes Finish drauf. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ja, jetzt ganz zum Schluss kam jetzt noch die Kaltzinkfarbe drauf, um entsprechend das korrosionsschutzmäßig zu versiegeln. Ja, wir hoffen, euch hat der kleine Einblick in diese doch sehr interessante Instandsetzung gefallen, weil ist ja doch keine alltägliche. Ja, in diesem Sinne, dranbleiben, Daumen hoch.